Hallo, willkommen beim Golf mit Freude. Bedingungen sind nicht ideal, aber wir müssen trainieren. Und ich möchte in den kommenden Monaten hier auf diesem Kanal einen Wintertrainingskurs euch anbieten. Ist natürlich kostenlos. Es wird zweimal in der Woche passieren und ich werde dir einfach Tipps geben, Ideen geben, wie du zu Hause und wenn es geht draußen jetzt in den kommenden Monaten trainieren kannst. Mein Tipp für dich heute ist der Schlag vom nassen Boden oder matschigen Boden mit dem Wedge. Ich habe jetzt ein Sandwich. Also wenn der Boden matschig ist oder sandig, da wo der Schläger schnell hängen bleiben kann, versuche beim Ausholen den Schläger eher lange unten am Boden zu lassen. Das ist gut, weil dann schwingt man nicht zu steil in den Boden. Du musst aber von da gucken, dass du das Gewicht verlagerst und etwas Bodenkontakt hast. Aber versuch mal, den Schläger dicht am Boden zu lassen beim Ausholen. Und nicht vergessen, entschlossen durchzuschwingen. Der Schläger wird etwas hängen bleiben. Hauptsache, man trifft den Ball zuerst. Okay, so nicht gleich heben, den Schläger ein bisschen unten lassen und dann verlagern und durchschwingen. Freue mich auf das nächste Training.